Wann treffen wir uns so wieder? Ich denke, es ist früh. Wenn wir den Tag über unsere Erledigungen durchkriegen, sollte das gut sein. Ich glaube nicht, dass wir heute noch in die Festung kommen. Nicht schon wieder zumindest. Aber dann wird die Stadt noch mal brennen. Viel kaputt gehen kann er nun nicht mehr. Naja, Es können immer noch Menschen sterben. es sterben vermutlich Hunderte jedes Mal, wenn die Feuer wieder ausbrechen. Vielleicht Tausende. Also, ich gebe euch ja recht, aber ich denke doch, dass Eile geboten ist. Wir sollten so schnell wie möglich dieses Behältnis besorgen, bei Putzens vorbeischauen. Wir treffen uns dann am, wie heißt das, Südtor nochmal? Das Polinator. Ja, genau, am Punina Tor. Und dann müssen wir los. Und doch ist auch kein Zweck, wenn wir unvorbereitet dort hineinstürmen. Aber man versucht, Was nicht bitter zu machen werden. wir denn, wenn noch mehr passiert? Jetzt brechen die Feuer wieder aus. Was passiert, wenn der Splitter seinen Einfluss ausbreitet? Und nicht nur die Feuer wiederkommen, sondern andere Dinge, wie diese Magnum, wie auch immer es hieß, Magnum Opus. Wir spekulieren da ziemlich groß, wenn wir uns das nochmal zulassen. Außer jemand von euch hat damit Erfahrung und kann mir sagen, dass das nicht passiert, dann bin ich ja gerne bei euch. Aber wenn wir einfach nur hoffen, dass nur wieder Hunderte beim Brand sterben, dann. Nach Ich dem, was denke, man uns diese. berichtet. Verzeiht. Sagt ruhig. Nach dem, was man uns berichtete, hat das letzte Magnum Opus, das in Wehrheim, sehr große Mengen an Blut gebraucht und die Festung beinahe entzwei gerissen. Ich denke nicht, dass es ohne das Maschinenherz noch in der Lage ist, irgendetwas derartiges zu verrichten. Ja, jetzt nur als Beispiel, aber wenn hier immer mehr Leute sterben, ich dachte, der Splitter zieht seine Macht aus Tod und Verderbnis, aus dem Leiden der Unschuldigen. Denke, Wird der ihn das nicht Splitter. stärken? Denke, der Splitter zieht seine Macht direkt aus der siebten Sphäre. Nun, ich stimme Raphim selten zu, aber ich bin auch dafür, das Wirken des Splitters so schnell wie möglich einzudämmen. Egal wie. Ich denke auch, dass hier Eile geboten ist, denn die Auswirkungen des Splitters sind noch nicht abzusehen. Und wir müssen verhindern, dass noch Schlimmeres passiert. Dann beeilen wir uns wohl. Iseruni wollte dann die Akademie. Aber mir, Richtig. ihr Wir geht treffen zu uns am Puni den. Natur. Ja. So schnell wie möglich. Das Puninator, warum nicht? Ihr geht zu den Alchemisten und ich werde mal bei Protzens nach unseren Habseligkeiten sehen. Wie gesagt, zu zweit gehen jeweils. Der Weg ist nicht sicher in Garad. Vor allen Dingen halt inzwischen Ausschau nach Plünderern. Nun dann, Raffin, warum haltet ihr euch nicht danach bei mir? Ja, mache ich. Ich werde wohl. Ich werde Iserun begleiten und wir schauen dann kurz auf dem Weg nach Süden bei Putzen durch. Oh, und Irma, hattest du noch was vor, oder? Kannst du mir noch solche Handschuhe besorgen, Irma? Oder ist da gerade kein Rankommen? Doch, ich könnte welche besorgen in Wallgraben. Vorsicht ist wohl besser als Nachsicht, warum nicht für jeden ein paar? Okay, dann gehe ich nach Wallgraben und besorge euch die Handschuhe. Pass auf dich auf. Ja. Dann los. Gut, dann beginnen wir mit Abelmir. Was tust du? Ich würde mich mit Raphim schnurstracks, soweit es geht, mich zum Zirkel der freien Wissenschaften bewegen. Wo ist denn dieses Ding überhaupt, Abelmir? Ich war da erst einmal. Ich glaube, es war im Süden irgendwo. Ich könnte es jetzt nicht sehen auf der Karte. In Eschenrod? Da? Ah, okay. Ja, wenn es in Eschenrod ist, dann sollten wir über das Romulisser Tor laufen. Ja. Ja, dann brechen wir jetzt in Richtung Romulisser Tor auf. Und Mit der Orientierung und dem Geschick von Raffi kann Abelmir dann den Weg in Richtung zunächst Osten antreten und dann in Süden am Meilersgrund vorbei, den Krähenstein der Hexen, die tot und verlassen da liegen.
Meilersgrund selbst wenig zerstört. Einige Häuser, die natürlich abgedeckt sind, einige wenige Trümmerteile der Festung, die hier runtergestürzt sind, aber ansonsten gut erhalten. Die Menschen sitzen trotzdem auf der Straße, liegen im Dreck, schlafen draußen. Ihr könnt das Leid und das Elend sehen. Einige tote Menschen, die neben ihnen liegen, die Liebsten, die sie immer noch an sich gepresst haben, auch wenn ihre Leichen, ihre Körper bereits kalt sind. Und wenn ihr dann beim Zirkel der freien Wissenschaften ankommt, könnt ihr erkennen, dass auch hier einige Opfer gefordert wurden. Abelmir, du erkennst den Sternenkundler Tyros Prahe, der hier mit eingedrücktem Brustkorb auf der Straße liegt, bereits ausgeblutet, nur noch eine leere Hülle, aber seinen Kopf kannst du zuordnen. Ich würde zu ihm treten. Dieses Schicksal habt ihr nicht verdient. Ich würde ihm dann die Augen schließen, wenn es geht. Kommt drauf, ihm fast mit an. Schaffen wir ihn ins Haus. Jawohl. Ja, da links und rechts halt. Und ihn dann nach oben ins erste Obergeschoss, wo ich damals... Hey, was tragt ihr die Leichen rein? Seid ihr nicht bei gutem Sinn? Irgendwo den kommt. Ja, tritt der Mann auf dich zu und stellt sich dann in den Weg. Auch wenn Rafim da relativ massiv ist. Wir haben die gerade nach draußen gebracht. Was soll der Scheiß? Wer seid ihr? Ich bin der Schreiber hier. Einer der wenigen übrig gebliebenen. Warum schafft ihr die Leichen nach draußen? Weil wir sie nicht brauchen im Inneren, Mann. Dann bedeckt sie wenigstens mit einem Laken oder einem Tuch. Dann macht ihr das doch. Aber draußen, nicht hier. Schafft sie auf den Anger. Was wollt ihr überhaupt hier? Ich kenn euch doch. Warum fragt ihr dann, was ich hier will? Der immer so freundlich. Ist jemand, der was zu sagen hat? Ja, ich, seht ihr doch. Was wollt ihr jetzt? Die Magier sind fort. Wir wollen uns einige Dinge nun ausborgen, könnte man sagen. Ja, dann fühlt euch frei. Das, was nicht zerstört wurde, gläserne Apparate oder... Teleskope, was auch immer ihr braucht. Guckt euch meinetwegen den Himmel an. Interessiert mich nicht. Na dann, vielen Dank. Schaffen wir ihn dort rüber in den Schatten. Ja, ich würde den da ablegen und dann Abel mir in das Gebäude folgen. Gut, was sucht ihr? Handschuhe aus feuerfestem Material. Mhm. Entweder aus Stahl oder aus feuerfestem Stoff oder Leder. Irian-Leder, genau. Würfel gerne mal eine Alchemieprobe oder eine Hauswirtschaftsprobe. Ist dann allerdings abgeleitet mit einer plus 5. Eine Alchemieprobe dann lieber. Ja, gehst du dann in die Labore hinein, viele zertrümmerte gläserne Kolben, irgendwelche Flüssigkeiten, die zusammengelaufen sind, zu irgendwelchen Schaumen zusammengeklebt sind, du hast die Alchemie dahinter nicht verstanden, interessiert dich jetzt auch gerade nicht, wühlst dann in irgendwelchen Schubladen und kannst dann dir die Handschuhe zusammensuchen, in verschiedenen Größen, auf Fieben werden sie weniger passen, dir dann schon eher mehr und gut, Isarun, so klein und zierlich sind es jetzt ihre Hände nicht, aber na gut, Ömer hat eigene Handschuhe, das ist ganz gut, aber... Ich würde sie trotzdem erstmal alle mitnehmen, alle paar. Mhm. 3, 4 Paar kannst du dann zusammentragen. 5, das wird dir fehlen, aber ja, wie gesagt, Ömer wird da sowieso nicht reinpassen. Der hat aber auch welche. Trafim wird es dann wohl eher reißen oder sowas, aber. Finde ich eventuell irgendwelche hilfreiche Mittelchen in flüssiger Form. Ich meine jetzt nicht unbedingt Elixiere, sondern eventuell. Ja, was? Magiehemmende Substanzen. Verschiedenster Couleur. Ja, darfst du gerne mal in der Wege der Alchemie nachgucken, ob dir da irgendwas an, ob dich irgendwas anspricht. Und dann die Brauerschwernis würde ich ganz gerne mal als Erschwernis haben, ob du das dann auch erfindest. Okay. Also wenn du jetzt, ich gucke gerade einfach mal nach in einen, nicht ganz generisch.
So ein Charisma-Elixier ist eine Probe, eine Brauprobe plus 5. Dementsprechend mit einer Alchemieprobe plus 5 könntest du sowas eventuell finden. Das ist natürlich abhängig davon, welchen Trank du suchst. Wahrscheinlich ein Wandlung-Elixier, was in der Art vielleicht. Ja, wie gesagt, guck nach, würfel die Probe. Isarun. Wir sind die Akademie? Ganz genau, wir sind auf dem Weg in die Akademie Schwert und Stab. Ich weiß nicht, ob Yalan mit reinkommen möchte oder ob ihm das zu magisch ist. Nun, es ist eine Ruine. Was kann schon schiefgehen? Es kann sowieso nichts schiefgehen. Das ist eigentlich einer der sichersten Orte überhaupt. Einer der wenigen, an dem mit der Magie noch verantwortungsvoll umgegangen wird. Das ist richtig. Also los, lass uns mal schauen, was hier noch übrig geblieben ist. Die Keller dürften hoffentlich noch stehen. Dort werden die Alchemiker und verwandten Gerätschaften aufbewahrt. Dann noch mal los. Ja, immer wieder Anlass zu Spekulationen. Die verschlossenen Kellergewölbe der Pfeile des Lichts. Es gibt ja einige Kampfartefakte mit verschiedenster Herkunft, die... Ja, Saldo Fosslerin, du hattest ihn natürlich vor der Schlacht in den Wolken darum gebeten, ob er da irgendwas für euch raussucht, ob er dir irgendwas gibt. Du kannst finden, dass eine Originalausgabe des großen Elementariums wird dir natürlich nicht helfen. Du kannst das Taumaturgia finden, eine Abschrift von diesen ganzen Sachen aus der dunklen Zeiten. Stöberst dann durch. Ja, wenn Saldo Fosslerin jetzt hier wäre, wo auch immer er ist, würde er dich natürlich hindern. Du findest verschiedenste kleinere und größere Schätze, ein bisschen Zwergensilber, ein bisschen Zwergengold, was man hier brauchen könnte. Magische Rollen der Gildenmagier, irgendwas von Basilius dem Großen. Guckst dich weiter um. Ein paar Wahrheitsamulette. Und in einer besonderen verschlossenen Kammer ein rotes Auge. Sadrakors Auge. Ein Langschwert, aber keine Alchemiker. Die werden hier nicht aufbewahrt, nicht in den Giftschränken. Was würdest du denn suchen? Nach einem Behältnis, wo man gefährliche Sachen, also zum Beispiel gefährliche Artefakte, die man irgendwelchen Magiern abgenommen hat, aufbewahrt. Findest, also ich weiß nicht, ja, so eine würdest du finden, du findest eine Truhe, die wohl auch mit vielen Symbolen dann versiegelt ist, sowohl magisch als auch Praios Kamal. Eine Truhe aus Kosch-Basalt. Die ist aber verschlossen. Die ist verschlossen. Was auch immer sich da drin befindet, es ist wahrscheinlich nicht so gefährlich wie ein Splitter aus der Dämonenkrone. Nun, ich meine, sollten wir sie aufbrechen oder erst einmal mit zu den anderen nehmen und das dann gemeinsam versuchen? Vielleicht kennt Ömer sich ja mit dem Schließmechanismus aus. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist richtig. Es könnte natürlich auch uns irgendwie in Gefahr bringen, was ich nicht unbedingt möchte. Eine Gefahr, die wirklich größer ist als den Splitter. Der Splitter nicht, aber wir sind damit beauftragt, den Splitter zu bergen. Und wenn wir jetzt komplett ausgelöscht werden, ist das so ein Problem. Möglicherweise könnten wir die Kiste in der Stadt des Lichts öffnen. Allerdings würden dann die magischen Verschlüsse eventuell zu Bruch gehen. Aber immerhin ist noch das Material immer gut. Die Stadt des Lichts wurde begraben. Ich weiß nicht, ob ein Durchkommen in den Sonnentempel möglich ist. Verstehe. Nehmen wir diese Kiste auf jeden Fall mal mit. Das ist besser als nichts und das ist das Einzige, was mir hier so aufgefallen ist, was wir wirklich dafür verwenden können. Und nun, ihr links, ich rechts und dann hoch damit. Jawohl. So geht es zurück. Immer derweil kann ohne weitere Probleme, irgendwelche Größenprobleme, nach Wallgraben gelangen. Du siehst, wie gesagt, immer noch die Überreste, die rauchenden Trümmer des Ingram-Tempels, über die du steigst. Kannst dir da dann Handschuhe besorgen oder was wolltest du genau da holen? Ja, genau, ich wollte Handschuhe für die Leute holen, in der Hoffnung, dass jetzt hier vielleicht schon ein paar Handschuhe fertig ist. Ja, 10 Paar. 10 Paar kannst du bekommen, die sind dann in der Ausführung, wie du sie damals dann übergeben hattest.
Ja, dann das hast du ja auch gestern gemacht. Dann steckt man 5 Paar ein, in der Hoffnung von wegen, wahrscheinlich wird Abel mir und Isarun erzählichere Hände haben, aber Rafim und Jalan werden große Hände haben und so nimmt man dann zwei normal große mit, die sozusagen jetzt hier ein bisschen größer sind als die vielleicht für immer und zwei große Paare mit für Rafim und Jalan. Ja, genau. Die anderen werden dann irgendwelchen Aufräumarbeitern mitgegeben. Also jetzt natürlich nicht spät in der Nacht, aber das ist dann das, was man dir dann beibringt. Die würden sich dann irgendwelche Leute abholen, damit sie dann die Wege weiter freimachen können. Gut, und so könnt ihr nach vielen weiteren Stunden des Räumens, des Kramens an den Überresten des Puninators eintreffen. Das Puninator ist nicht mehr existent. Auch vom Arenaviertel, dem immer ein Stadion, gibt es nichts mehr. Das Drom steht zwar noch, aber das Innere, keine Holzhütten mehr, es raucht nur noch. Ein stetiger Rauch, ein stetiger Ascheregen, der jetzt niedergeht. Ihr riecht das verbrannte und verkohlte Fleisch um euch herum. Gerade hier hat die Festung und die Karakile, die ihr halten, haben hier besonders gewütet. Steht ihr dann, der eine auf einem Schuttberg, der andere in so einem kleinen Krater, wo wohl eine dieser weiteren großen Gierbomben niedergegangen sind und nicht mal mehr Überreste von menschlichen Körpern da sind, sondern nur noch rote Spuren. Es riecht nach Rost, nach Eisen. So, trefft ihr wieder ein. Abelmir hat ein kleines Fläschchen dabei. Du wolltest ein Levitationselixier, dann hast du eines. Sag mir mal bitte, was die Quantität D macht. D macht das körperliche Anwendung, wir fangen jetzt nicht für eine Spielrunde. Körperliche Talentprobe um 3 Punkte erleichtert, ist jetzt für B. Und bei D ist das gleiche für 3 Spielrunden und 12 Punkte Bonus. Also 12 Punkte auf körperliche Talentproben für 3 Spielrunden. Hört sich gut an. 15 Minuten. Ja, so trefft ihr allesamt an den Überresten des Puninators ein. Im Praios Tempel der Gerechtigkeit ist nichts mehr zu sehen. Auch Jalan kann den Bandstrahlerturm nicht mehr erkennen, in dem er ausgebildet worden ist. Alles zerstört. Dann lass uns aufbrechen. Wir wollten doch auf dem Weg noch bei Witwe Putz ihrem Haus vorbei. Ja, ich dachte, wir stellen die Kiste erstmal ab. Ja, ist auch wieder richtig. Das Haus von Witwe Putz gibt es nicht mehr. Also ich will nichts sagen, aber ich sehe schon hier schon nur noch Schutt, also. Nein. Wird vermutlich Stunden dauern, bis sie da ankommt. Das bauen überhaupt wir wieder auf, bevor sie zurückkommt. Wie soll ich das erklären? Seien wir mal lieber froh, dass Witwe Putz da nicht drunter liegt. Richtig. Immerhin habt ihr sie ja wohlweislich gen Süden geschickt. Wie vermutlich der Rest ihrer Nachbarn. Aber das ist ein Problem für eine andere Zeit. Lass uns aufbrechen. Es gibt noch ein kleines Problem. Und zwar? Seht ihr, wir haben diese Kiste hier aus Kauschbasalt gefunden, in der man wohl den Splitter einlagern könnte. Das ist doch gut. Da ist was drin. Was ist da drin? Wir wissen nicht was, sie ist verschlossen. Wir müssten also erst einmal das Schloss öffnen. Ömer, ich hoffe mal, du hast da die ein oder andere Expertise. Und dann müssen wir uns mal anschauen. Mit dem rumschlagen, was aus der Kiste springt. Warum ist dir das noch verschlossen? Weil da offensichtlich gerade etwas drin ist, das sowohl magische als auch karmane Siegel benötigt. Es ist eine Kospasaltkiste, aber mir, sie ist dafür da, gefährliche Dinge drin zu halten. Ihr habt sie gestohlen? Das ist, was sie tun. Ich habe sie ausgeliehen. Aber... Verstehe. Ja, okay. Ihr habt beim Rausgehen dafür unterschrieben, ja? Sicher, auf dem nicht verbrannten Pergament, das da überall rumlag. Seht ihr, Abelmir, wir haben sie nicht gestohlen, wir haben sie requiriert. Na gut, hoffen wir, dass wir uns nicht mehr Ärger einfangen, als wir vertragen können. Dass wir mit diesem Gaugrafen sein akquirieren? Also wir klauen, aber wir sagen nicht, dass wir klauen? Genau. Ah, okay. Gut, dass wir es klauen. Zeig mal her, ich schaue mir das Schloss mal an. Mal schauen, wie das Ganze so jetzt hier auf mich wirkt. Dreht aber mal 2 Schritte zurück. Wenn wir Pech haben, kommt da jetzt gleich Gift. Dickes Gas raus und wir sterben alle, richtig? Ich denke nicht. Das klingt eigentlich viel zu harmlos. Ah, na dann.
Mach das Ding auf. Ich halte auch mal zwei Schritte zurück hinter Abel mir. Ja, und so wird immer sich das mal anschauen. Zu gucken, wie er das Schloss einschätzt von der Stärke her. Ja, dann erstmal eine Theorieprobe zum Einschätzen. Sieht nach einer schon ein bisschen komplexer. Ohne Werkzeug gebe ich dir eine plus 10. So ein Dietrich-Set habe ich. Ist Was das, sagt ihr über? Ist das ein Werkzeug oder ist es kein Werkzeug? Ja, dann ist es nur eine plus 7. Ja, ich sage, dass man das Ding knacken kann, sofern der Herr Fex mit uns ist. Ob da noch Fallen sind, ich sehe nichts davon. Ich werde zur Sicherheit an einen Guardianum wirken. Ihr positioniert euch dann ganz am Rand, sodass ihr schnell die Finger einziehen könnt. Okay, versuchen wir es. Dann wirke ich ein Guardianum mit den Modifikationen Schild gegen Dämonen, Schild gegen Zauber. Das ist jeweils plus 3, also plus 6. Und ich lasse mir dafür Zeit, also minus 4 bleibt plus 2. Ah, das schützt uns vor dem, was auch immer in dieser Kiste ist. Warum plus 3? Das ist doch plus 5, oder nicht? Was meinst du? Der Varianten? Ist das Schild nicht plus 5? Die Varianten sind beide plus 3, die Schilde. Genau. Ah ja, okay, verdammt, ja. Ja, und dann spricht Isarun den bekannten Kantus Venustate Defendermur. Hat geklappt, kann ich? Ja, ihr könnt. Ich glaube, dann versucht Ömer mit den Dietrichen, die er in der Zeit, wo die Magierin sich konzentriert hat, den Stab über ihrem Kopf hat kreisen lassen, mit dem Dietrich-Set das Schloss zu öffnen. Oh, Herr Fex, steh dabei. Ja, schön, dass das eingetragen ist. Klickt. Puh, Sekunde der Wahrheit. Hm? Und Ömer macht zwei Schritte zurück. Vielleicht sollten wir es mit einem langen Stab öffnen, dass wir sozusagen in der Kuppel alle sind und ja. Wackel nicht lange. Nehmen wir doch mein Schwert. Wird ja wohl lang genug sein. Dann stoße ich damit den Deckel auf. In der Kiste befindet sich ein violett glänzendes, ein Dolch. Etwa Dolch, ein bisschen länger als normale Größe, aus einem merkwürdigen Metall. Nanu? Ja, was ist das denn? Das Unmetall? Hörst du ein bisschen näher heran? Nicht aus der Kuppel raus. Also wenn Isarun weiter rangeht, dann ist auch der Guardian umhüllt dich dann noch weiter ein. Das ist natürlich Frage, ja, klar, aber dann ist das Ding. Aber dann ist das Ding auch in der Kuppel. Ja. Ist es dann wohl. Nun, Soll ich näher ran? Wollt ihr euch das näher ansehen? Wenn ihr näher herangeht, dann bringen wir es doch in die Kuppel hinein. Ich dachte dann. Also richtig. Kommt ihr da ran, sonst nehmt ihr meinen Stab. Ja, der Stab ist nicht das Problem, ich denke nur. Wir können es nicht einfach aus der Kiste flippen und hier liegen lassen. Das wohl wahr. Nee, das geht nicht. Vielleicht sollte ich Handschuhe anziehen. Wo wollt ihr denn damit hin? Na, ist ja auch ihr erstmal jetzt egal. Fangen wir das Ganze von vorne an. Das Schloss ist einfach offen. Wir können ja auch einfach den Splitter mit dazu schmeißen. Fertig, aus. Dies ist zugegebenermaßen meine bevorzugte Variante. Gut, Deckel zu, mitnehmen. Ja, wir haben Kletterausrüstung, wir haben Kletterhandschuhe, wir haben Alchemistenhandschuhe, alles da, richtig? Richtig. Wer tritt aus dem Kreis, beziehungsweise wer tritt an die Kiste heran, um das Ganze wieder zu schließen? Naja, also erstmal gehen wir mit Samtgardia mal ein bisschen außen rum, auf die andere Seite, ja. Und hebeln mit dem Schwert den Deckel wieder zu. Okay. Während ihr rumgegangen seid, konntet ihr in dem feucht glänzenden Regen spiegelnde Lichter, konntet ihr erkennen, dass ihr euch wohl so ein bisschen in dem Schwert oder in dem Dolch spiegelt. Wie gesagt, ein violettes Glänzen. Ihr saht nicht wirklich menschlich aus in der Spiegelung, sondern eher wolfsartig. Verzerrte Gesichter, verzerrte Fratzen von euch selbst, wie ihr da rumschleicht. Wolfsstahl.
Dann ist der Deckel wieder zu. Deckel zu, Affe dort. Oh, dann Schloss wieder zu, damit er nicht aufspringt. Und ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, Eulen nach Kurslik zu tragen. Ich verstehe nicht, worauf ihr hinaus wollt. Eulen nach Kurslik? Nun ja. Ihr meint, wir sollten den Dolch nicht noch zu... den vermutlich magischen Dolch nicht noch in die magische Festung bringen. Exakt dies. Pentagon-Tempel wäre jetzt das, was mir noch einfiele. Oder, wartet. Der, Praios-Tempel der Gerechtigkeit ist hier doch direkt um die Ecke. Nach dem, was ich gerade gesehen habe, ist er nicht mehr, nein. Ist er nicht. Verdammt. Wir müssen jetzt aber auch mal los, wenn wir da heute noch hinwollen und da auch noch rein wollen. Wir haben ja nicht unendlich viel Zeit. Muss jetzt halt so gehen. Warum habt ihr sie sonst mitgebracht? War ja klar, dass da was drin ist. Der Korschbasalt wird den Dolch vor den... Verzeiht. Vor den Einflüssen der Festung genauso sehr schützen wie uns von den Einflüssen des Dolches. Er funktioniert ja in beide Richtungen. Richtig. Und ich denke, was auch immer da jetzt drin ist, ich weiß nicht, was es ist, aber auf der Festung erwartet uns genau das und vermutlich noch viel Schlimmeres. Lass uns gehen. Gut. Und so bricht er auf in Richtung Süden. Isaron erzählt eine alte Weise, die sie in ihren Lehrjahren der Pfeile des Lichts gelernt hat. Das Land aber, wo einst das Heer von Fran Horas dem Blutigen auf die Truppen der guten Garretter Bürger traf, liegt brach und ist verdorben. Die Geister der Erschlagenen gehen um, Pflanzen und Wasser sind giftig, die Tiere allesamt toll und nur finsteres Geschmeiß treibt sich da herum. Drum wag dich niemals zu weit vor, Alrik, und nimm stets von der Blutulme mit. Die Dämonenbrache raubt dir nicht nur das Leben, sondern auch deine Seele. Baum war zu stumpf, Wiese zum Sumpf, Amsel zum Raben, still, still hörst du ihn klagen. Über Garets gefallener, tapferer Schar, nichts blieb mehr so, wie es einst war. Und über den dunklen Nanten, in denen alle ihr Schicksal fanden, liegt drohend das alte, beschworene Wort. Fran Horas, so meide den düsteren Ort. Der verfluchte Wald der Dämonenbrach grenzt direkt an die riesige Metropole seit über 1500 Jahren. Moor, Heidelandschaft, Wald, Dämonen. Die Sphären knistern hier vor euch. Ihr könnt die Feuer des riesigen Berges erkennen. Ist immer noch los. Halbtot. Nach den Kämpfen der vergangenen Tage wollt ihr es jetzt auch noch mit der Brache selbst aufnehmen. Maestra, ich bin mir der Sache nicht mehr so sicher. Es möchte keiner von uns dort hinein, aber das ist das nun, was das Schicksal, das uns die Götter zugedacht haben. Entweder das oder wir evakuieren Gareth und verlegen die Stadt 2 Kilometer in die Richtung. Nun, wir haben uns schon einmal vor dem Unheil der Erzdämonen bewahrt. Sie werden es auch ein weiteres Mal tun. Mit Sicherheit. Vor euch, links und rechts, auf der gesamten Wegstraße könnt ihr erkennen Schreine von Praios, die hier eine imaginäre Linie bilden. Eine Linie, die es nun zu überschreiten gilt, wie ein Gürtel. Wer tut den ersten Schritt? Ich schreite auf einen der Schreine zu, bleibe kurz davor stehen. Ihr Götter, schützt uns vor den Unwirren der Dämonenbrache. Trete hindurch, also vorbei. Du kannst sehen, wie der Boden unter dir ölden glüht und sich deine Fußspuren in die Dämonenbrache brennen.